Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Videoblog. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und die Frage, die mir mit am häufigsten gestellt wird auf meinen Workshops, wenn Leute mich treffen, was soll ich mir für einen Blitz kaufen? Oder genauer gesagt, wie viel Leistung muss mein Blitz denn haben? Und genau darum soll es in diesem Video gehen. Ja, wie viel Leistung brauche ich? Gerade wir Männer tendieren dazu ja immer nach dem Motto einzukaufen, mehr ist besser. Es muss nicht immer mehr sein. Und ich habe mal ein Shooting gemacht, um euch genau das mal so ein bisschen zu verdeutlichen. Da hat es ganz gut gepasst, dass die Firma Pergier mir hier diesen Blitz, der kaum größer ist wie eine Bierdose, zugeschickt hat. Das ist der Godox AD 100 Pro. Dieser Blitz hat 100 Wattsekunden. Hört sich erstmal fürchterlich wenig an und die Frage ist, macht sowas Sinn? Und ich habe diesen Blitz mal getestet, aber keine Angst, es wird jetzt kein Review-Video über den Blitz. Nur für die, die es interessiert, so viel kann gesagt sein. Ich habe sehr viel Spaß gehabt, damit zu arbeiten und vor allem, er passt noch mit in meine Fototasche, weil er ist ja nicht größer wie meine Objektive. Das heißt, ein sehr, sehr leichtes, transportables System zum Mitnehmen. Nur die große Frage, die sich jetzt stellt, ist 100 Wattsekunden genug Leistung und damit ein schönes Shooting zu machen? Und um diese Frage zu beantworten, habe ich mir in einem schönen Bed and Breakfast, im Betthupferl, vielen Dank nochmal hier an der Stelle und schöne Grüße, zwei Zimmer gemietet und habe dort mit der Lena und der Elvira als Visagistin ein Shooting gemacht. Wir haben verschiedene Sets fotografiert. Die Bildlooks sollten sehr unterschiedlich sein, von ganz natürlich bis zu relativ dramatisch. Und die Frage ist, kann ich das mit so wenig Leistung machen? Oder eine Frage erst vorab, die ich noch klären muss. Wo ist der Unterschied zu einem Aufsteckblitz? Nun, der Unterschied ist ganz einfach. Er hat einfach noch ein bisschen mehr Leistung. Das muss man sagen. Es ist nicht viel, aber es ist ein bisschen mehr. Die Leuchtfläche ist vor allem aber deutlich größer. Das heißt, das, was bei einem Aufsteckblitz sehr, sehr klein ist, das heißt, je kleiner, umso schlechter formbar, umso unangenehmer das Licht eigentlich, ist hier etwas schöner, weil die Leuchtfläche etwas größer ist. Sie ist nicht so groß wie bei einem großen Studioblitz, aber sie ist immer noch groß genug und durch die Diffusorscheibe hier vorne dran wird auch eine Softbox relativ gut ausgeleuchtet. Zudem habe ich ja auch wieder die Neoluma Softboxen verwendet, die mit dem Deflektor sowieso dafür sorgen, dass die Lichtwanne komplett ausgefüllt ist. Das heißt, die etwas kleinere Leuchtfläche spielt hier gar nicht so sehr die Rolle durch die verwendeten Softboxen. Ich will aber gar nicht so viel vorneweg erzählen. Wir schauen uns mal das erste Setup und dann zeige ich euch oder sage ich euch noch ein bisschen was dazu.
wenn ihr die eingeblendeten Bilder seht, werden viele fragen, ist es denn geblitzt? Man sieht gar nichts und ist ein Blitz da überhaupt notwendig? Ich zeige euch hier mal zwei Bilder. Das ist von dem Setup in dem Bett. Es ist ein sehr helles Setup. Ich hab Belichtungsdaten so gewählt, dass ganz viel Tageslicht mit in mein Bild reinkommt. Das heißt, es ist wirklich nicht viel Blitzlicht notwendig. Aber wie ihr hier bei den beiden Bildern seht, hier einmal ohne Blitz und hier einmal mit Blitz. Der Blitz sorgt einfach dafür, dass die Ausleuchtung im Gesicht etwas gleichmäßiger ist. Das Problem bei der Schattenseite ist, dass dann die Haut und so weiter sehr unregelmäßig wirkt, weil wir haben Schattenbildung, das Jochbein wirft Schatten und so weiter und so weiter. Und das kann ich vermeiden, indem ich von vorne einfach ein kleines bisschen auffälle. Es ist ja gar nicht viel, aber es ist so viel, dass das Gesicht schön hell ist, denn das soll ja der Bereich sein, wo der Betrachter des Fotos hinschaut und vor allem dafür sorgt, dass das Hautbild ein bisschen gleichmäßiger ist. Eine unterbelichtete Haut schaut immer ein bisschen unruhig aus, ein bisschen unschöner aus. Deswegen, dieses kleine bisschen Licht hat schon geholfen, sowohl bei dem Setup im Bad, wie auch bei dem Setup im Bett, hier eine schöne Ausleuchtung hinzubekommen. Die Bilder sind von ungeblitzten Bildern vom Laien ganz schwer zu unterscheiden. Man sieht den Blitzeinsatz kaum, aber wie ihr bei den beiden Beispielbildern gesehen habt, ein großer Unterschied. Jetzt wollen wir das andere Extrem machen. Das heißt, wir wechseln zum nächsten Set und ich erzähle euch auch danach wieder ein bisschen was dazu. Das zweite Zimmer, wo wir geshootet haben, war deutlich dunkler. Ja, Holzboden und von der Einrichtung her etwas dunkler und ich wollte die Bilder vom Look her auch etwas dunkler haben. Trotzdem arbeite ich hier immer noch mit dem vorhandenen Tageslicht. Das heißt, auf den Bildern war zu sehen, das Fenster im Hintergrund, was mir hier den Lichtschein gibt. Aber wir haben hier deutlich, deutlich stärkeren Blitzeinsatz. Und das ist auch von mir bewusst gewollt so. Und ich habe das Blitzlicht auch deutlich härter gewählt, dem Lichtformer her, einfach weil ich diesen harten, knackigen Look wollte. Dazu passend, oder andersrum, ich wähle mein Licht natürlich passend zum Outfit. Das heißt, die Strumpfhose mit dem Blazer oben drüber, eher ein cooler Look, ein tougher Look. Und da passt für mich kein weiches Licht. Deswegen habe ich hier, soll es ein bisschen knallen, und deswegen habe ich hier ein härteres Licht verwendet. Genauso bei dem Set mit der Zeitung. Auch da ist es so, dass mein Hauptlicht immer noch das Fensterlicht ist. Und hier habe ich das Blitzlicht auch wieder sehr subtil eingesetzt, ganz leicht sozusagen nur als Aufhellung von vorne. Aber egal, ob ich wenig Licht brauche, wie in dem Fall mit der Zeitung, oder ob ich viel Licht brauche, wie in dem Fall mit den stehenden Aufnahmen, mit dem Blazer, der Blitz reicht vollkommen aus. Ich bin in keinster Weise an mein Limit gekommen, weder nach unten noch nach oben. Also für solche Shootings bestens geeignet. Und zum Schluss wollte ich nochmal richtig krachen lassen und das seht ihr jetzt.
Ja, mal ein komplett anderes Set, bisschen abgefahren, auch natürlich von der Bearbeitung her deutlich extremer mit den Farben, mit dem Farblook bewusst so gewählt, aber auch extrem hart geblitzt, nämlich ohne alles mit dem nackten Blitz. Und hier eben ein bewusst schattenprovozierendes Licht, nenne ich es jetzt einfach mal. Und trotzdem hat das Licht. Ist es nicht unangenehm im Vergleich zu einem Aufsteckblitz? Und da merkt man halt doch die etwas größere Leuchtfläche von dem AD100. Das sorgt schon dafür, dass das Licht zwar knackig ist, aber eben immer noch nicht unangenehm, nicht unschön wie bei vielen Aufsteckblitzen. Es ist ein bewusst harter Blitzlook, der gefällt mit Sicherheit nicht jedem, bin ich mir voll bewusst. Aber hier habe ich das eben für mich so empfunden. Klar, auch ein bisschen eine komische Situation. Model hockt vor offenem Kühlschrank. Aber wir wollten einfach nur mal ein bisschen was anderes machen. Und das habe ich eben unterstützt durch ein sehr extremes Licht, durch ein frontal geblitztes Bild. Durchaus auch die Vignette in Kauf nehmend, weil ich mit dem Blitz relativ nah dran war. Die Vignette habe ich in der Bildbearbeitung zwar noch verstärkt, aber auch der Blitz war so, dass er eben sich wirklich auf die Lena fokussiert hat. Und hier mir diesen Look schon beim Fotografieren so ein bisschen in das Bild reingebracht hat. Also, um eure Frage zu beantworten, wie viel Leistung brauche ich, wenn ich ein Shooting on Location mache, bin ich mit dem, zum Beispiel mit dem Godox AD100 mit 100 Wattsekunden vollkommen gut bedient. Und ich werde den jetzt durchaus öfter einsetzen. Einfach dann, wenn ich nur mit ganz kleinem Gepäck unterwegs sein will, weil ich kann einen großen Lichtformer dran machen. Da gibt es einen Adapter dafür, dass Softbox mit bei uns Adapter eben dran passen. Und ich muss eben keinen riesen Blitzkopf mit dabei nehmen. Wo sind die Grenzen? Ganz klar, natürlich, sobald ich rausgehe, sobald stärkeres Sonnenlicht mit dazukommt, das sind natürlich 100 Wattsekunden viel, viel zu wenig. Aber für alle Indoor-Shootings oder auch für Studio. Im Studio ist es so in meinen Augen sowieso vollkommen egal, ob ihr da 100, 200 oder 400 Wattsekunden Blitze habt, weil ihr müsst ja nur aufeinander abstimmen. Schwierig wird es ja erst dann, wenn ihr eine andere Lichtquelle, in dem Fall das Tageslicht, mit dem Blitzlicht kombinieren wollt. Und da seid ihr mit 100 Wattsekunden für normale Home-Shootings, für Indoor-Aufnahmen bestens gerüstet. Wir hatten gutes Licht, wir waren Indoor, trotzdem hat die Leistung ausgereicht, um hier noch das Licht zu übersteuern. Das heißt, die 100 Wattsekunden waren da nicht zu wenig. Wie gesagt, wenn das eure Vorgaben sind, Homeshootings, Indoor-Aufnahmen, nicht im prallen Sonnenlicht draußen fotografieren, dann sind 100 Wattsekunden mehr als ausreichend. Und dann ist so eine kleine Cola-Dose vielleicht eine gute Alternative für euch, um sie mit in eure Fototasche mitzunehmen, was ein bisschen besseres, bisschen mehr Licht bedeutet wie euer Aufsteckblitz. Ich hoffe, ich habe jetzt die Frage, wie viel Leistung brauche ich, ganz gut beantwortet. Und wenn noch Fragen sind, wie immer, schreibt es unter das Video. Like, Comment und so weiter. Ihr wisst das Ganze, was ihr machen sollt. Und seit neuestem natürlich auch, ihr könnt Kanalmitglied werden. Dort gibt es ein paar Goodies für meine Kanalmitglieder. Schaut es euch einfach an. Wer mir dazukommen will, wir sind schon eine ganz coole Truppe da am Start. Wer mit dabei sein will, immer gerne gesehen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao.